Da ist er. Ich habe ihn gehört, Leute. Da war er. Hallo in die Runde und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Icarus New Frontiers hier beim Zockbock. Wir sind wieder da. Es geht weiter. Wir haben ja schon gehört, unser Freund, der Höhlenwurm, ist wieder zurück. Ich habe ihn zumindest flüstern hören, aber ich weiß noch nicht, wo er steckt. Ich bin gerade rein. Das Feuerchen hier in unserem Ofen habe ich schon angeschmissen. Wir brauchen unbedingt Holz. Wir müssen Holz hacken gehen. Wir müssen was trinken. Wir müssen was essen. Dann sehen wir weiter. Wir hatten ja beim letzten Mal endlich die Stufe 10 erreicht. Da bin ich ganz froh drum. Und jetzt geht es ja auch voran. Ihr seht, nach wie vor steht hier einiges. Wir brauchen unbedingt Hefe, damit wir... Irgendwo ist hier ein Höhlenwurm, aber ich weiß nicht, wo er steckt. Wie dem auch sei, wir gehen erstmal raus. Wir brauchen unbedingt Hefe, damit wir uns die Medikamente herstellen können, die uns die Lungenentzündung vom Leib halten. Sollten wir sie bekommen, während wir hier in unserer Höhle wohnen. Dann, wenn das Erz... Ist es der da oben, der so einen Lärm macht? Nee, ne? Wenn unser Erz verarbeitet ist, bauen wir uns natürlich die Metallspitzhacke und dann heißt es erstmal unsere eigene Höhle abfarmen und auch noch die zweite Höhle, die wir da drüben gefunden haben. Das ist der Plan für heute. Aber damit das gelingt, müssen wir erstmal gemeinsam ein bisschen Steine bauen, damit wir unsere Sachen wieder reparieren können. Und dann Holz hacken, denn unser Ofen muss laufen und da sind aktuell nur 7 Holz drin. Das macht mich ja fertig hier, die Geräusche. Hört ihr das auch so laut wie ich? So. Wir gehen jetzt erstmal die Bäume hier oben boxen. Ich weiß auch gerade nicht, wie spät es ist. Es ist, glaube ich, noch Nacht, aber das ist uns egal. Uns geht es einigermaßen gut. Wir brauchen Holz. Und zwar jede Menge. Jetzt geht's nämlich los. Jetzt geht's nämlich los. Endlich können wir Base bauen. Es geht voran jetzt. Also die ersten 10 Level, da hat man in Icarus schon zu kämpfen. Aber jetzt passiert viel. Ich habe ja schon gesagt, ich will auch eine kleine Palisade bauen. Gebäude draußen, wenn ich so drüber nachdenke. Eigentlich erst am liebsten, wenn wir Steinteile haben. Das haben wir jetzt auch, das können wir jetzt ab Level 10 auch freischalten. Wir müssen nur uns langsam vorarbeiten. Wir brauchen erstmal Punkte, jede Menge für andere tolle Dinge. Deswegen auch erstmal Höhle als Wohnort. Das ist so mein Ansatz. Ich weiß nicht, was ihr davon haltet. Ich habe irgendwie nämlich Schiss, dass uns beim ersten Gewitter die Bude abfackelt. Zumindest bis wir Blitzableiter haben. Wenn wir Blitzableiter haben, dann können wir drüber reden, dass wir draußen eine Hütte bauen. Aber bis dahin zimmern wir da mühevoll ein Haus hin. Und dann kommt die erste Wolke. Und dann dürfen wir es neu bauen. Da finde ich, das wäre einfach zu schade. Das wäre zu schade drum. Um unsere Zeit, die wir da gemeinsam rein investieren. Aber da könnt ihr gerne mal in die Kommentare schreiben, was ihr dazu haltet, was ihr meint, wie ihr unsere erste Wohnung so lange findet. Das mit der Befestigung der Wohnanlage können wir auf jeden Fall angehen. So eine Palisade drumherum ziehen, das fände ich schon gut, dass wir erstmal einigermaßen sicher sind gegen die Raubtiere, die hier rumstreunen. Dann natürlich, deswegen, wo ich es gerade sehe, bauen wir noch Schwefel ab, denn wir wollen ja nicht immer mit unserer kleinen Fackel da drin rumlaufen, sondern auch uns mal Standfackeln aufstellen. Die brauchen auch wieder Holz. Wir haben wirklich deshalb alle Hände voll zu tun. Standfackel bauen ist sowieso beste Idee. Und natürlich den Baum hier nehmen wir auch noch mit. Oh, wenn ich die gerade sehe, können wir hier mal mehr Erfahrung kriegen wir hier. Wir campen jetzt gerade nicht, deswegen würde ich jetzt nicht so viel Nahrung verbrauchen. Müssen uns jetzt nicht voll hochbuffen. Machen wir dann, wenn wir wieder in gefährlichere Regionen gehen. Und eine bessere Axt wäre auch toll, damit das mit den Bäumen hier schneller funktioniert. Und dieser Skill mit dem automatischen Holz aufsammeln, der lacht mich ja auch an.
So, gut, wir sind einigermaßen voll. Dann gehen wir mal zurück. Dann können wir mal die Chose starten. Ja, ne? Die können wir zähmen. Ich würde aber erst auch die Zähmung angehen, wenn wir da unsere Palisade stehen haben. Und wir brauchen auch noch allerhand andere Sachen. Man braucht so einen Futtertrog, glaube ich, dafür. Und ja, es kann hier alles hin. Wir haben hier Platz. Wir können auch gerne unsere erste Hütte hierher bauen. Bevor wir ins nächste Biom gehen, ist noch ein bisschen Weg zu tun. Jetzt schauen wir erstmal, dass wir genau die Fackel ist nämlich aus. Und ich glaube, der Wurm ist jetzt wieder da, wo wir draußen waren. Erstmal die Fackel und dann hier sind die Bodenfackeln. Zwei Stück erstmal, offensichtlich. Wir brauchen Fasern, aber das ist auch nicht so ein Ding. Das kriegen wir hin. Davon gibt es draußen genug. So, 7. Jetzt würde ich natürlich gerne sehen, wo ich sie hinsetze. Hier am Eingang brauchen wir auf jeden Fall eine. Hier ist zwar unser Feuer, aber hier ist doch gut. Und dann vielleicht... Vielleicht... Da ist er. Das hat man gehört, Leute. Da war er. Aber unser Mitbewohner hier... Einen finde ich verkraftbar. Ah. Eine konservierte Erinnerung. Die Wurmschuppen nehmen wir mal mit. Das mit dem Giftsack, da weiß ich, ach, kann man bestimmt auch irgendwo für gebrauchen. So. Also. Jetzt machen wir die mal aus. Und jetzt können wir hier mal so ein Packholz reintun. Schwupp. Sehr schön. Und hier natürlich auch, das ist überhaupt das Wichtigste. Wir haben jetzt schon 20 Eisenbahnen, die nehmen wir schon mal raus. Das könnte vielleicht sogar schon reichen. Ah, wir müssen den Amboss bauen. Wir müssen ja erst den Amboss bauen. Und der braucht 40 Leute. Und dann brauchen wir noch genug Eisen für die Hacke. Wie viel ist denn hier noch drin? Nix ist da drin. Ah, da müssen wir doch noch mehr abbauen. Da müssen wir doch noch mehr in unserer eigenen Höhle wegklopfen. Das ist ja schade. Aber gut, machen wir doch die hier vorne gleich. Ich glaube, das ist eine Tätigkeit, die wir in dieser Folge häufig machen werden. Ich freue mich richtig auf die Eisenspitzhacke und dann loszugehen in die anderen Höhlen. Vor allen Dingen die da, die wir da oben gefunden hatten, wo man so einen kleinen Aufbau braucht, um reinzukommen. Da habe ich die Hoffnung, dass es eine von den großen ist. Es gibt nämlich verschiedene Größen von Höhlen. Verschiedene Größen. So, das macht auch nochmal 20 Eisenbahnen. Dann hätten wir das schon mal. Und 11 könnte vielleicht reichen für eine Spitzhacke. Dann warten wir lieber mal, bevor wir noch was weiter weghacken. Genau dich hier noch. 100 Holz. So, jetzt können wir unsere ausmachen. Wird doch langsam wohnlich, oder? Was meint ihr? Mir gefällt es. Wasser. Wasser haben wir da hinten. Ich bin mir gar nicht sicher, ob man hier in den Höhlen auch diese Krankheit bekommen kann oder ob das hier geht. Ich glaube, das ist sauberes Wasser. Oder zumindest vielleicht prozentual weniger wahrscheinlich. Siliziumvorkommen. Gab es da hinten nicht auch eins? Sind hier zwei drin gewesen? Da ist noch eins. Auch Silizium. Zwei von diesen Tiefbohrvorkommen. Mhm. Mhm. Stark. Gut. Naja, hier hinten machen wir es auch noch hell. Hier machen wir es uns noch wohnlich. Haben wir denn jetzt alles hier drin? Dann können wir hier erstmal das Holz reinpacken. Das haben wir alles gebaut, ne? Ja. Dann können wir mal in unseren Talentebaum reingucken. Hier haben wir nämlich noch 3 Punkte verfügbar. Oh. Ah ne, da kriegen wir noch Stein. Wir wollen ja
Wir wollen ja hier hin, aber da müssen wir wirklich uns ja noch durchskillen. Holz wiegt weniger, das sind alles so Convenience-Sachen. Das ist mehr Steine, das ist auch jetzt, kann interessant sein, aber jetzt nicht zwangsweise, für später wahrscheinlich. Haben aber wahrscheinlich auch noch andere sinnvolle Sachen. Wir müssen aber skillen, wir müssen. Wir müssen. Das natürlich, mehr Gewicht ist gut. Mehr Ertrag beim händischen Ernten, das ist Quatsch. Das finde ich ja ganz cool. Weiß nicht, ob man das wirklich braucht. Bisher habe ich nicht das Gefühl gehabt, wir werden knapp an Oxidknoten. Und außerdem finde ich diesen Jagdskill immer noch sehr anheimelnd. Vor allen Dingen, wenn man dann hier so unten hinkommt, langsam auslösen und solche Sachen. Das auch, doppelter Spaß. Gefällt mir sehr gut. Was haben wir denn hier? Nachladegeschwindigkeit finde ich auch gut. Schaden haben wir. Schaden mit Bögen und Armbrüsten 2. Auch cool. Aber das macht natürlich auch Schaden pro Sekunde mehr. Einen noch. Pfeilgeschwindigkeit, weiß ich nicht. Was ist denn bei Abenteuer noch drin? Gruppenmitglieder teilen ist Quatsch. Für unsere Solo-Nummer hier. Fangbereich beim Fischen. Das ist auch irgendwie so ein Spaß-Skill-Tree, ich weiß nicht. Vielleicht für einzelne Missionen interessant. Ah, da kann man die Schrotflinte bauen. Was kann man hier? Tarnanzug, den finde ich natürlich cool. Ne? Da brauchen wir auch noch einiges an Skillpunkten. Aber das ist doch gut. Dann können wir vielleicht erstmal Bewegungsgeschwindigkeit beim Schleichen, finde ich auf jeden Fall eine gute Sache. Und Solo-Skillpoints, 2 Stück. Ich weiß es ja nicht. Ein bisschen mehr Gesundheitsregeneration. Was haben wir denn hier? Ertrag. Ertrag durch Erze. Da gibt es Erz nochmal Ertrag. Der ist gut. Was haben wir noch? Grundausdauerregeneration fände ich auch noch gut. Ja, da ein rein. Ich will auf jeden Fall zu den Erzen. Das ist super. Erze, mehr Ertrag ist eine super Geschichte. Das war mein Telefon. Jetzt tut es das nicht mehr. So, jetzt haben wir es. Jetzt haben wir es. Auf geht's ins Metallzeitalter gemeinsam. Der Amboss, so. Endlich. Oh, ich habe das Gefühl, es geht richtig los. Ich habe so Lust, mit euch die neuen Biome zu erkunden, wenn es dann soweit ist. Aber erstmal kleine Schritte. So, unsere Schmiede steht. Da können wir auch noch ein extra Gebäude nachher bauen, damit es schick ist. Holz ist überhaupt kein Problem. Es reicht für die Spitzhacke, das war eigentlich mein Anliegen. War genau mein Anliegen. Scheiße. Yes! Ja! Die Metallspitzhacke. Jetzt wird unser Leben anders, Leute. Zumindest solange sie noch nicht kaputt ist. Okay. Dann Grubenlampe an, sage ich mal. Und auf geht's. Wir bauen Erz ab. Was ist das da oben? Ist das exotische Materie eigentlich? Kohle. Ist ein bisschen laut, kann das sein? Muss ich hier echt was hochbauen oder komme ich da hochgehüpft? Das ist ja exotische Materie, Leute. Die können wir... Oh, jetzt haben wir eine Lungenentzündung. Das ist genau das, was ich euch zeigen wollte. Weil jetzt, wenn ihr mal guckt, schaut mal auf den Ausdauerbalken. Der ist jetzt winzig klein. Damit kriegt man überhaupt nichts gebacken. Exotische Materie, ich fasse es nicht. Ich glaube, die können wir abbauen, mit der Rakete in den Orbit bringen und uns davon so Sch-
schicke Ausrüstung und neue Anzüge und solche Sachen kaufen. Da kenne ich mich aber ehrlich gesagt noch überhaupt nicht aus. Aber cool, dass hier was in der Höhle davon gespawnt ist. Wir hätten wahrscheinlich auf eine bessere Spitzhacke warten können, aber vielleicht spawnt es ja wieder. Dann, das war's für die nächste Runde. Wir brauchen wahrscheinlich auch neue Kisten, ne? Hier geht's. Wir packen die erstmal hier rein. Die wird ja nicht verschwinden. Und dann können wir die bei Gelegenheit mal in den Orbit schicken und gucken, ob wir uns dafür was leisten können. Das wäre doch was. Ihr seht, man muss dann immer ein bisschen sich ausruhen. Das dauert echt, das ist ein bisschen nervig beim Abbauen. Aber jetzt auch nicht dramatisch. Und da man jetzt hier drinnen auch nicht groß Gegner zu bekämpfen hat, wenn wir unsere Palisaden draußen gebaut haben, noch weniger Gefahr besteht, dass sich hier mal ein Tier rein verirrt. Ist das mit dieser Lungenentzündung auch kein Beinbruch? Ich finde, da braucht man akut keine Angst davor zu haben. Das macht natürlich die Sache ein bisschen langsamer. So. Haben wir schon wieder 55 Erz und das pro Block. Ne? Das ist eindeutig mehr als mit der anderen Hacke. Und dann können wir das nämlich hier vorne direkt wieder reinwerfen. Schwupp. Wir haben so viel Stuff da drin. Da passt nichts mehr rein, ne? Leder? Doch. Knochen? Ja. Felle? Wir werfen hier erstmal so Kram rein. Das hier finde ich ja spannend. Kann man vielleicht sich so eine Art Wandschild bauen und das dann ausstellen, so als Trophäe? Wir haben einen Höhlenwurm erlegt. Ja, vielleicht, wenn es Hunderte sind oder so ein großer Sandwurm. Den gibt es, glaube ich, auch in der Wüste. Die Frage ist, gibt es hier Wüste? Wissen wir noch nicht. Sumpf gibt es, Eis gibt es, Lava gibt es. Ich glaube, Wüste gibt es hier nicht. Wüste gab es in der anderen Karte. Wir können auch jetzt mal probieren, bevor die Zeit mit der Lungenentzündung abläuft, ob denn dieses normale Medikament dagegen hilft. Kann man das nachgucken? Mit Antibiotikum geheilt. Die Frage ist, wir können es nicht bauen. Ne? Wir brauchen Hefe. Wir müssen Hefe finden, Leute. Ohne Hefe wird hier gar nichts. Und draußen wird es natürlich jetzt auch schwer. Verdammt. Hätten wir eher dran denken sollen. Aber ihr seht, ne, wenn man jetzt Metall abbaut, da rasen die Skillpunkte nur so nach oben. Da ist noch ein Stück. Genau gesehen. Zack. Dann bauen wir jetzt kurz noch ein bisschen Eisen ab, damit es schon mal durchschmelzen kann. Wir müssen ja einiges bauen. Axt bauen. Vielleicht ein paar Eisenpfeile für besonders hartnäckige Gegner. Sehr gut. Wird die dann schlimmer, die Lungenentzündung? Das wäre natürlich nicht so gut. Es gibt Krankheiten, die werden schlimmer, wenn man die nicht heilt. Dann schmeißen wir das nämlich jetzt hier rein, damit das schmelzen kann. Und begeben uns dann mal kurz raus. Auf die Jagd nach Hefe. Ich habe leider noch keine gesehen. Aber wir haben keine Wahl, ne? Sonst wird die Lungenentzündung wahrscheinlich schlimmer, oder? Doch wird im Laufe der Zeit geheilt. Dann mache ich mir da jetzt eigentlich gar keine Sorgen. Weil ohne Lungenentzündung sucht sich's leichter Hefe. Und Erz abbauen können wir auch so. Dann machen wir das erstmal. Dann bleiben wir hier drin und hacken gemeinsam Erze und bauen uns erstmal die Ausrüstung zusammen heute. Vielleicht kriegen wir auch gleich noch ein Level bei der Hackerei. Noch irgend, das ist nicht ganz abgebaut worden, glaube ich. Und hier leuchten irgendwelche Partikel, aber ich glaube, das ist nur wegen dem Lichtschaft hier.
Wenn man erstmal so länger in so einer Höhle ist, fallen einem einfach neue Dinge auf. Für alle die, die es bisher geschafft haben, es freut mich total. Ich muss also die ersten paar Folgen, wo wir hauptsächlich mit Leveln beschäftigt waren, ich habe das Gefühl, jetzt geht's erst richtig los. Aber da müssen wir durch. Ich meine, sonst hättet ihr es nicht gesehen. Und es gehört irgendwie dazu. Von vorne anfangen. Sonst hätte man auch einen Charakter nehmen können, der schon so Ausrüstung hat, die er sich im Orbit geholt hat. Und so. Aber das finde ich... Das ist nicht der Sinn der Sache. Wir machen hier die richtige, komplette Icarus Open World Experience. Gold und Kupfer. Kupfer können wir mal noch abbauen. Da gibt es jetzt auch demnächst die... Ah, da ist das erste Level. Das geht jetzt schön schnell durchs Abbauen. Und auch durch die ganzen neuen Sachen, die man so baut. Der Vorteil, wenn die Verarbeitungsanlage in der eigenen Höhle ist, ist natürlich auch, dass wir einfach encumbered durch die Gegend laufen können. Macht ja nichts. Macht ja alles nichts. So, rein damit, rein mit dem Erz, rein. Das läuft alles. Wir können hier mal ein bisschen Feuerholz nachlegen. Wenn das hier drin liegt, nimmt sich das Teil das selbstständig? Ich weiß es nicht. Können wir dann schon mal gucken. Wir nehmen ja schon hier 20, 40 mit. Dann können wir gleich hier bleiben und dann gucken wir mal. Wegen der Freischaltung, was so geht. Im zweiten Rang. So. Wir wollen natürlich einen Regenwasserfangbehälter. Ja, ja. Das hier müssen wir bauen. Das bauen wir jetzt auf jeden Fall. Das ist die Mission Beacon. Das heißt, wir können dann auch Missionen annehmen und so. Dann geht auch die Story hoffentlich los. Eisenmesser ist auf jeden Fall ein Must-Have. Und Eisenaxt. Der Rest hier vorne erstmal nicht zwangsläufig. Kochstation ist zwar nett, vor allen Dingen für so hohe, höherwertige Sachen. Ich glaube, Brot kann man relativ easy herstellen, wenn man mal Weizen finden würde. Aber das haben wir alles noch nicht gefunden. Da würde ich mich jetzt auch noch nicht drum reißen. Oder wir bauen es auch selber an. Dann brauchen wir natürlich einen Kompost. Fischerwerkbank würde ich später gerne mit euch gemeinsam ausprobieren. Aber jetzt nicht zwangsweise jetzt. Kriegt man hier hinten schon den besseren Ofen? Nee. Weil ich sehe hier gerade Stahl. Da weiß ich gar nicht, wie man den macht. Das müssen wir noch rausbekommen. Knochenmehl brauchen wir für Epoxid, fürs Medikament. Einen Punkt haben wir noch. Den Langbogen haben wir noch gar nicht gebaut. Müssen wir dran denken. Antibiotikum haben wir hier. Wasserbombe. Das ist ja lustig. Ah ja, guck, hier ist der Teig, ne, den man herstellen kann, um dann daraus Brot zu machen. Und Textilwerkbank, aber da haben wir auch noch nicht genügend Punkte, um dann die Rüstung freizuschalten. Aber das verbraucht super viel Eisen. Das haben wir eigentlich gerade nicht. Ah, Blitzroute, da ist sie. Dann können wir auch Gebäude bauen. Dekorationsbank finde ich ja jetzt schon sehr cool. Fängt man da am besten an. Also wenn ihr Ideen habt, was so erstmal die nächste Richtung sein sollte, könnt ihr das gerne in den Kommentare schreiben. Und wenn euch die Abenteuer hier mit unserem Garrett gefallen auf dem Planeten, dann lasst auch gerne ein Abo da. Das würde mich mega freuen, dass wir hier ein bisschen ins Gespräch kommen und das Schicksal Garretts gemeinsam bestimmen. Ein Punkt. Na dann der Regenauffangbehälter, oder? Den stellen wir draußen hin. Zack. Lungenentzündung ist hoffentlich gleich weg. Wir müssen wieder was essen. So. Ich hoffe, dass die Lungenentzündung gleich weg ist. Bin gespannt. Jetzt brauchen wir alles. Wir brauchen hier Leder und Holz und Nägel drin. Leder haben wir ohne Ende. Also wenn wir was haben, ist es Leder. Noch zumindest.
Und mit der Knochenrüstung bin ich jetzt vorerst auch eigentlich ziemlich zufrieden. Packen das hier mal rein. Zack, zack. Und Nägel brauchen wir natürlich auch. Dann machen wir uns ein Eisenmesser. Eins davon. Und gerne auch eine Eisenaxt. Das Ding ist, ich glaube, um die zu reparieren, das können wir nicht unterwegs machen. Dazu müssen wir dann also immer nach Hause gehen. Das ist so eine Sache. Knochenmesser zum Beispiel. Aber das Gute ist, das ist ein neuer Rang von Werkzeug, gerade beim Messer. Das heißt, auch größere Tiere, die eigentlich Tier-2-Messer benötigen, können wir dann ab jetzt. Gut, Leute, wir sind Leute. Wir sind gut ausgestattet. Wunderbar. So, nochmal ein Schlückchen trinken. Die Lungenentzündung ist natürlich nicht weggegangen, sondern hier drin einfach nur geblieben. Hätten wir wahrscheinlich draußen sein müssen. Du, dann gehen wir jetzt trotzdem. Wir gehen jetzt Hefe suchen. Wir gehen jetzt Hefe suchen, aber wir nehmen natürlich den Langbogen mit. Den muss ich bauen. Wo bauen wir den denn? Bauen wir den selber? Nee. Wo baut man den denn? Leute, habt ihr den? Wisst ihr das? Wir haben den noch freigeschalten, oder nicht? Da. Ist freigeschalten. Im Amboss? Echt? Im Amboss? Tatsächlich. Knochen? Ja, kein Problem. Kein Problem. Wenn wir alles so viel hätten, wir Knochen. Wir müssen aber wieder jagen gehen. Das geht dann doch ganz schön schnell durch. Das Zeug. So, jetzt ist das schon ein Langbogen hier. Nee. Oh, verbesserter Langbogen, Leute. Ich glaube, das one-shottet jetzt auch unsere Tierchen. Gut. 29 Pfeile. Da können wir mal kurz ein bisschen Stein holen noch. Geht jetzt auch schneller. Merklich. Ich hasse das, wenn immer solche Witzel irgendwo in der Luft rumfliegen. Das ist nicht so meins. Das war jetzt eine ganze Folge hier bei unserer Höhle. Guck mal, der ist sauer auf uns. Seht ihr? Der will uns fressen da oben. Oh, 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 oh. Alter, hat er mich noch erwischt? Das gibt's ja nicht. F. Nee, nicht aufheben. Ich will es doch häuten. Ja. So. Man könnte die Ausbeute erhöhen, wenn man da so einen Fleischertisch baut, aber ganz ehrlich, wer braucht das denn? Wer braucht es? Wir hingegen brauchen ganz dringend neue Pfeile. 5 Stück, weil wir keine Fasern haben. Aber wir haben ja so ein Ding, ne? Wir haben so ein Faserding. Was ich gerade sagen wollte, jetzt haben wir hier eine Folge verbracht. Ich hoffe, das war für euch in Ordnung. Wir müssen ja unser Zuhause hier langsam mal auf die Reihe bekommen. Progress im Charakter haben wir auf jeden Fall gemacht. Das war eigentlich ganz schön zu sehen. Auch, dass wir jetzt... Machen wir mal 1000, oder? Ah, das sind dann so viele im Inventar. Hm. 400 vielleicht. Ja, genau. Und dann drücken wir hier einfach mal auf Maximum 51. Das ist doch eine gute Nummer. Wir sind auf jeden Fall vorangekommen. Wir haben schön unser Werkzeug aufgewertet. Wir haben unsere Höhle ein bisschen aufgewertet. Wir sehen jetzt was, auch wenn wir keine eigene Fackel anhaben. Was mich daran erinnert, dass unsere noch brennt. Das hat auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht. Jetzt können wir einfach nochmal gemeinsam loslaufen, so die letzten Minuten. In der Hoffnung, dass wir vielleicht Hefe finden, weil das würde dieses Lungenentzündungsproblem lösen. Ich weiß leider nicht, ob das denselben Look hat
optisch wie auf der alten Karte, die ich schon mal vor Jahren gespielt habe. Das weiß ich leider nicht. Aber ich hoffe es natürlich. Ansonsten müssen wir jetzt einfach mal jede Pflanze, die wir finden, aufsammeln. Ah, ich dachte, das wäre es schon, aber es sind Ziegen. Die dürfen jetzt leben bleiben. Wir gehen einfach mal in Richtung Gewächse. In Richtung Gewächse. Es sind auch keine Ziegen, sind Schalas, entschuldigt. Tomaten. Kann man dann auch selber anbauen. Wir können so einen richtig schönen Garten machen. Ein Gewächshaus kann man machen. Das wird richtig gut mit Bewässerungsanlage und allem drum und dran. Schwuppdiwupp. Das sind auch nur Sträucher. Das Gute ist, wir können ein bisschen erkunden nebenbei. Und dann hoffen wir, dass hier irgendwo diese Dinger rumstehen. Irgendwo. Was haben wir da? Das ist nur ein Stein, ne? Es ist immer noch Nacht. Da hinten geht langsam der Mond unter. Ich glaube, hier in Ikarus ist es eine Stunde Tag, eine Stunde Nacht. Das heißt, man hat auch ordentlich was von der Nacht. Zum Glück ist die hier in New Frontiers wesentlich heller, als es auf den anderen Karten ist. Wenn da Nacht ist, dann ist da richtig Nacht. Da ist dunkel. Ich habe natürlich die Sorge, dass es dann Hefe vielleicht gar nicht hier in unserem Biom gibt. Ne? Das könnte natürlich sein. Falls jemand von euch New Frontiers schon gespielt hat, das wäre jetzt okay, mir das zu schreiben. Ich würde das auch nicht als Spoiler werten. Ein bisschen natürlich. Aber ein gewollter. Ansonsten finde ich, ist das gerade eine sehr schöne Lichtstimmung für das Ende dieser Folge. Schön, dass ihr dabei wart. Wir sehen uns in der nächsten wieder. Hoffentlich mit Hefe schon in der Hand. Ansonsten zeige ich euch, wo man sie finden kann. Wir suchen die dann noch. Oder wir haben sie schon gefunden, je nachdem, wie es passt. Und ansonsten freut es mich, dass ihr dabei seid hier bei den Abenteuern beim Zockbock auf Ikarus. Abonniert gern, wenn ihr die Abenteuer verfolgen wollt. Das würde mich extrem freuen. Lasst ein Like da. Schreibt drunter, was ihr so denkt. Ob ihr Spaß habt, was ihr gerne sehen würdet. Und ansonsten sehen wir uns in der nächsten Folge. Gut, ciao.